In diesem Video zeige ich dir eine simple Methode, wie du in 30 Minuten ein wundervolles Blumenbild in Aquarell zauberst. Dieses Video ist für sensible und hochsensible Menschen bestens geeignet. Natürlich kann jeder mitmachen, der Lust hat. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Karin. Und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ja, eine kleine Empfehlung von mir. Richte dir so Landkarten an. Also ich nenne sie immer gern Mal-Landkarten. Da habe ich dann eben, oder misch mir Farben zusammen, dann überlege ich mir, okay, die Farben passen gut zusammen, dann möchte ich jetzt mal ein Bild malen. Und dann hast du auch so ein paar Skizzen und es dient oftmals so als Vorlage, wenn man einfach auch keine Ideen hat. Man sprudelt ja nicht immer über vor Ideen, ne? Und jetzt hier, das ist dickes Aquarellpapier, 300 Gramm. Ich nehme jetzt da mal eine Skizze oder eine Vorlage von einem früheren Bild. Ich gucke nur immer kurz drauf und zeichne, mache aber die Skizze dann so aus dem Kopf, damit das Bild locker und fluffy bleibt. Ja? Ich mag das nicht, wenn das so, ja, so starr ist. Und natürlich ist reines Abzeichnen auch total gut und heilsam. Ne? Aber heute geht es ja eher um die inneren Anteile, um die Gabe, um Hochsensibilität, um mit dir wieder in Kontakt zu kommen, ne? Mit deiner wundervollen Gabe. Und da empfehle ich Lockerheit, locker, Freiraum, ja, Liebe, Lust, Laune, Spaß. Und deswegen habe ich mich jetzt hier für eine Skizze und Aquarelle entschieden. Und das Gute oder das Positive an Aquarell ist, es lässt sich so schnell aufbauen und schnell abbauen. Ja, die Pinsel, ich mache ja auch viel Auftragsarbeiten in Öl und da bin ich oft eine halbe Stunde nur beschäftigt, um all meine Pinsel zu reinigen. Ich brauche extra einen Raum, ja, wegen den Ölfarben, der Geruch, das hast du alles bei Aquarell nicht. Es ist so leicht, ja, und jetzt der Hintergrund, das siehst du, ich beginne gerne oder ich widme mich immer zuerst dem Hintergrund, wähle ich dann eine passende Farbe und arbeite mich dann so Stück für Stück vor. Und genau das passiert jetzt. Ja, leg dir ruhig mehr Farben zu, eine richtig schöne Farbpalette mit verschiedenen Farben. Die Farben, die du jetzt hier siehst, sind alle aus der Tube. Und bei Aquarell das Einzige, worauf man ja ein bisschen achten sollte, weniger ist mehr. Also ich habe da auch schon viele Arbeiten, da war einfach die Wand zu bunt und das ist mit Aquarell, das verträgt sich nicht so. Also ich maximal 2, 3 Farben und das reicht bei Aquarell. Ja, und arbeite intuitiv. Überleg gar nicht groß, welche Farben, sondern nimm intuitiv einfach die Farben für heute. Die können übrigens morgen wieder ganz anders sein.
Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, am Ende des Videos, wenn du magst, erzähle ich dann ein bisschen was, wie eine mögliche Zusammenarbeit aussehen könnte. Ja, und hier geht es jetzt erstmal weiter. Es ist jetzt der zweite Schritt. Das heißt, das Bild ist jetzt durchgetrocknet das erste Mal und ich arbeite nun weiter in Aquarell. Und das für mich ist dieser Schritt, wo ich mich jetzt gerade befinde oder was du siehst, nenne ich immer gern, also die Grundstruktur steht. Und jetzt kann ich so ein bisschen mit dem Spielen anfangen. Ne? Jetzt probiere ich aus. Viele meiner Bilder entstehen natürlich einfach durch Ausprobieren. Ja, manche gefallen mir, dann manche Werke stehen ewig lang irgendwo im Atelier rum. Und irgendwann nach ein paar Jahren denke ich mir, ach, guck mal, da machst du jetzt weiter. Ja, das ist, manche bleiben ewig stehen. Ja, und das ist so jetzt dieser Schritt ist so ein bisschen reinfühlen, spielen, ausprobieren. Was bei Aquarell anders ist als in der Acrylmalerei, ich kann natürlich mit dem Ausbessern sieht es ein bisschen mau aus. Ja, bei Acrylpinsel, ich weiß drüber mit einer weißen dicken Farbe und dann passt es schon. Ist jetzt hier ein bisschen schwierig oder ich kann es dir nicht empfehlen. Also ich habe es zwar auch schon ausprobiert, aber es dit geht nicht. Drum, ja, einfach mal so spielerisch der Sache näher kommen. Und die Stifte, das sind Aquarellstifte, also alles Stifte, die Wasser mit Wasser vermischbar sind. Ja, dann noch ein paar Sätze zur Intuition, intuitiv. Ich denke, hier ist es wirklich wichtig, regelmäßig intuitiv zu zeichnen, also nicht nur einmal. Und es ist wie, du musst dir vorstellen, es ist wie so ein Muskel, den man auch antrainieren kann. Und den haben wir, den hat jeder, ja, jeder Mensch hat diesen Muskel der Intuition, auch der leichten Hellsichtigkeit. Wir haben es nur verlernt. Und ich empfehle wirklich regelmäßig, geh in die Natur, fühl ruhig mal einen Baum und male ihn dann. Nimm dir Zeit für deine Intuition, nimm dir Zeit zu träumen. Ja, ganz wichtig. Ich finde, wir träumen viel zu wenig. Ja, wir sind. Und natürlich auch eine weitere Empfehlung, wenn möglich, wenn du draußen bist, wenn du dich deiner Intuition widmest, schalt das Handy aus, leg wunderschöne Musik, Meditationsmusik auf und ja, zeichne ein bisschen. Das ist, muss jetzt nicht Aquarell sein, das kann auch in Acryl sein, gibt es auch viele Videos auf YouTube. Auch ich habe einige Videos gedreht zum Thema Acryl und Intuition, intuitive Gesichter zeichnen. Also nimm dir wirklich diese Zeit für dich, für deinen Wohlfühlraum. Das meint man noch, das musste ich noch loswerden zur Intuition. Ah ja, Grün, jetzt kommen wir hier zum Grün. Ich habe bis dato noch kein wirkliches Grün kennengelernt, was wirklich wie die Natur ist. Dieses Grün in der Natur ist einfach traumhaft. Also meistens muss ich es irgendwie mischen. Ja, man sieht es auch hier. Ich versuche mich da gerade an das Grün heranzufühlen und irgendwie, ich sage immer, ich kann 100 Jahre zeichnen und sterb trotzdem deppert. Das ist einfach so. Das Göttliche zu zeichnen, das kann man ein Leben lang praktizieren, ja. Ja, das
Aber es ist schön, es ist wundervoll und du näherst dich deiner Gabe. Die nächsten Skizzen entstehen. Wenn dir das Video gefallen hat und du einmal an einem Workshop Heilsames Malen teilnehmen möchtest oder eine Einzelberatung wünschst, dann verwende den Link in der Beschreibung und besuch mich auf meiner Website. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Umsetzung, wirklich ganz tolle Ergebnisse beim Heilsamen Malen und bis zum nächsten Mal, deine Karin.